Hast du schon zwei getötet von diesen Nachtpirscher-Dingern? Ja, auf dem Weg hierher musste ich zwei töten. Ach so, ja, wie praktisch, weil ich mir gerade denke, so, zwei schon getötet, das ging ja schnell. Hast du gut gemacht, Bodo. Wenigstens mal wieder nur töten und nicht sammeln. Töten ist echt am angenehmsten. Ja, ist nicht so. Ja, töten ist echt am angenehmsten. Ja, jetzt wo du es so sagst, ich verstehe es schon. Das ist auch ein toller Titel. Töten ist echt angenehm. So, da ist er doch hier, der. Richtig beruhigend, könnte man sagen. Wie dieser Grünschreiter einfach in den Weg läuft. Der hat Level 8, kein Wunder, dass er so viel aushält. Immerhin, also man kann sich ja nicht beschweren. Die Gegner sind auch recht schnell sehr stark. Also man hat es nicht einfach direkt zu Beginn. Also es ist nicht so, dass man direkt am Anfang übermächtig ist. Ja. Der Schaden ist nicht extrem, den man macht. Das stimmt. Habe jetzt gerade zwei hinter mir, das ist mir durchaus bewusst. Aber jetzt kommt er hier gleich direkt 17. Zack. Und zack. Und jetzt kann ich sie einfach beide ganz gemütlich töten. Den anderen habe ich eh dadurch getötet, dass ich den Angriff gemacht habe. So will ich das sehen. Oh, da hinten ist irgendwas. Ich sehe gerade auf meinem Radar. Nein, irgendeiner hat es mir, glaube ich, gerade weggenommen. Weil es ist vom Radar. Nee, doch, es ist wieder da. Okay, alles gut. Alles gut. Es ist wieder eine Erdwurzel. Das ist am geilsten, wenn es nämlich orange ist. Dann ist das sehr hilfreich. Dann geht es, glaube ich, sogar um ganze. Nee, geht auch nur um einen Punkt nach oben. Aber dann ist die Aber Wahrscheinlichkeit gib dir höher, auf ne? jeden Fall. Genau, dann geht es auf jeden Fall nach oben. Wenn es grün ist, heißt es nämlich nicht zu 100%, dass es nach oben geht. Wir Genau, machen so hier war gerade das. Bedarfwürfe, das ist ja auch interessant. Ich habe gerade einen Malachit gefunden und ich musste würfeln. Echt? Ja. Ja, aber ich bin noch. Für wen? Ja, für mich. Also Ja, ich sterbe ja Malachan ist halt gleich. grün und also er hat halt eine gewisse Seltenheitsstufe, ja, und das kann man ja auch einstellen, ab Naja. welcher Seltenheitsstufe man würfeln möchte. Richtig. Und wir haben da jetzt gerade nichts eingestellt und deswegen würfeln wir auch schon für grüne Gegenstände. Aber weil Richtig. du nicht in der Nähe warst, hattest du nicht das Recht zu würfeln. Dann ist aber eigentlich auch Quatsch, dass du überhaupt würfeln musst. Richtig, aber das weiß das Spiel ja nicht. Ach so. Na Spiel dann. ist ja doof. Double Kill. So, hast jetzt tötest du jetzt mal den letzten da drüben? Ah, wir haben schon alle, okay. Aber alle. Ich Das wollte hier heißt, wir eigentlich müssen wieder jetzt nur noch hoch. in den Süden gehen. Ach so, da wolltest du jetzt gleich hin, ja dann. Ja, wo soll man sonst hin? Ach stimmt. Ja, genau. Gibt ja nichts mehr sonst. Oh, aber warte mal, da hinten ist noch was. Was ist es denn? Ein Silberblatt. Ja, da gehe ich noch schnell hin. Kannst aber gerne schon mal zurücklaufen. Oh, da sind gleich zwei Sachen. Eieiei. Gut, dass ich das markiert habe. Hier sonst nie was finden. Vor allem das Silberblatt ist krank getarnt. Richtig krass getarnt. Wir nähern uns hier mit einem rasanten Tempo unserem ersten Talentpunkt, glaube ich. Ja, Level 7 haben wir doch schon. Das geht doch fix. Ist ja auch schon mehr als die Hälfte zu 8 weg, oder nicht? Ja, sind wir quasi jetzt noch zwei Quests abgeben, dann dürften wir es auch schon haben. Ich gebe den Quest hier schon mal ab, weil es auf dem Weg liegt. Ja, klar, mach nur. Kannst doch dann gleich weiterlesen, falls noch mal irgendwas ist oder so. Warum ist eigentlich das Komische, dieses, das X-Pearl, das wir ja auch schon seit Jahren benutzen, mit diesen be animierten Bildern als Anzeige, warum ist das dann dahinter eigentlich noch da? Das war doch früher auch nicht so. Also Keine Ahnung. das Standardding, ich meine, das war damals dann automatisch weg, sobald du X-Pearl benutzt hast. Ich hoffe nur, dass es nicht schon zu spät ist. Mehr sagt er nicht. Ah, nee, doch nicht. Es gibt keinen neuen Quest. Okay, wunderbar. Da ist es schon wieder, das Kupfer da unten im See. Spawnt dann doch recht schnell, hä? Mich gerade um 348 geheilt. Ich Wer habe du dich? 328 Leben. Die Nalu haben uns nicht vergessen. Ich kann übrigens heilen. Das können wir von Anfang an, ne? Mit der Gabe, das weißt du doch. Ja, aber ich kann jetzt quasi alle 1,5 Sekunden heilen, so Achso, weil ungefähr. du Schamanen-Fertigkeit hast.
Ja, richtig, und nicht alle 3 Minuten. Ja, genau. Abklingzeit bedeutet, du musst so lange warten, bis du es wieder benutzen darfst. Der Bodo macht gerade noch Zwischenmenschliches, so wie ich das sehe. Nee. Ja, weil du gerade hier stand, rauer... Ach, 6-mal rauer Stein hatte dieses eine Ding, oder was? Ja, richtig. Wow. Was hast du denn gedacht? Dass ich hier irgendwelche Deals abschließe mit... düsteren Persönlichkeiten? Genau. Wer weiß, was du so treibst. Ja. Vor allem, wenn du nicht da bist. So. Da hinten ist noch so eine komische kleine Wacht. Da müssen wir jetzt auch hin, aber ich sehe Kochlehrer. Du mit deinem Kochen, jetzt warte doch, bis wir in der Echse da sind. Na, ich will das Fleisch loswerden. Hauptsache, da ist noch eine Friedensblume. Sogar eine kleine Friedensblume ist für mich noch orange, das ist schon mal gut. Außerdem habe ich dann 2 Ausdauer mehr. 2 gleich drin, geil. Axtkämpfer der Allianz. Aha. Odysseus Angerplatz. So, wird jetzt auch markiert hier auf der Karte. Das ist noch ein anderes Gebiet, deswegen wird das nicht markiert. Da ist ein Huhn! Und es braucht Liebe! Ja! Hier ist eine Erdwurzel und sie will gesammelt werden. Ich weiß noch nicht, wo du bist, aber... Ah, da hinten. Eine Erdwurzel, da laufe ich natürlich gerne hin. Weil so ein Stack Erdwurzel gibt schon mal gut Geld. So. Ah, ich freue mich schon wieder mit den ganzen Aktionshaus-Deals und... Ah, das wird wieder schön. Ich habe einen neuen Zauber gelernt. Ich bin Admiral Odysseus. Hast du das schon vorgelesen? Nein, nein. Vom Marinekommando der Allianz. Eine Plage der besonderen Art zwang uns dazu, an der Küste eurer Insel vor Anker zu gehen. Es waren 100%ig Murlocs. Es beschämt mich, das sagen zu müssen, doch ein paar Goblins haben es irgendwie geschafft, sich als blinde Passagiere in den Frachträumen unserer beiden Schiffe zu verstecken. Letzte Nacht, als der Großteil der Schiffsmannschaft in den Kojen lag, schlugen sie zu. Sie stahlen unsere Navigationsinstrumente und sprangen von Bord. Anschließend verschwanden sie im Dickicht, östlich von hier. Werdet ihr uns bei der Suche nach den Instrumenten behilflich sein? Es wäre eine großzügige Geste von euch. Ah, kein Thema. Und wer bist du hier? Kochkunstlehrer, da ist er doch! Oh, Gott sei Dank. Mann, oh Mann. Mach Platz, ich muss dahin. Okay, na Gott sei Dank, dann will ich mein Fleisch wieder. Nein, Schmarrn, kann ich schon machen. Der Admiral hat wohl recht, ihr seid ziemlich clever. Könnt ihr Cracker vielleicht aushelfen? Ach, Cracker, er ist der Cracker. Wenn ich der Mannschaft noch einmal Hühnchen vorsetze, werden sie mich sicher Keil holen. Ich habe gesehen, dass es an der Küste nur so von Griechern wimmelt. Bringt mir Griecherfleisch und ich stehe für immer in eurer Schuld. Man sieht sich. Okay. Das sollte doch leicht zu machen sein, hä? Da ist er auch schon, der Raubkriecher. Sogar die haben Level 7. Nicht schlecht. So, ich töte hier wahrscheinlich schon wieder alles für dich, so wie ich das sehe. Nee, weil ich die Quest noch gar nicht angenommen habe. Ja, aber du, oh ja, dann ist natürlich, ja, dann kannst du es trotzdem looten. Alles, was ich nicht looten kann, wirst du wohl looten können. Meine Kochstelle. Was ist ein Koch und er hat hier nicht mal eine Kochstelle? Will er mich verarschen? Ja, deswegen ja, weil er da nur Hühnchen machen kann. Er kann einfach nix. Ja, wie will er denn Hühnchen braten, wenn er keine Kochstelle hat? Oder ist das kleine... Achso, jetzt habe ich... Ja, okay, da ist ein kleines Publikum. Rohes Huhn! Rohes Huhn, ja, genau. Hallo, es gibt nichts Gesünderes. Mhm. Rohes Huhn. Auf jeden. Ich mache erstmal schön geröstete Mondweidenlenden. Yam, yam, yam. Der Bodo lässt es gleich krachen. Der Bodo und sein Kochen, da war damals schon so fanat darin. Und bam. Ich kümmere mich darum, wenn er dann die ganze Kacke sammelt. Ich kann wahrscheinlich eh nichts machen, weil ich ihm gerade eben vorher, habt ihr natürlich nicht gesehen, in einem Cut zwischen 2 Parts, habe ich ihm gerade ein bisschen Fleisch gegeben, das was ich gesammelt habe, weil er sagte, er braucht das für sein Kochen-Ding. Und da ich da so freundlich dann bin. Naja, du profitierst da ja auch von. Sicher bin ich mir da nicht.
Wenn ich dir hier. Du frisst doch eh wieder alles alleine. Ja, genau. Soll ich mit dem Käse? Ich will doch keine. Jetzt haben wir das verhüllte Meer. Wartet mal. Muss ich erst den Kampf beenden, bevor ich mich da hier auf der Karte damit rumschlage. So, hier nehme ich jetzt. Ist das. Hallo! Nein! Das ist immer noch nicht markiert, aber da kommen wir auch gleich noch hin. So, ich habe erst 3 von diesen Scheißdingern. Gibt's ja nicht. Was? Blitzschlagschild hat keine Aufladung mehr. Was ist da los? Was hat er denn hier für Sorgen eigentlich? Alter, ich kann ungefähr keine looten. Das bedeutet, die müssten alles für dich sein. Ja, aber die haben nichts. Ach, Gott sei Dank. Nicht, dass ich wieder alles alleine mache. Ja, das ist schon echt schwer. Eine nautische Karte und einen nautischen Kompass müssen wir dann auch noch holen. Na, wirklich? Muss ich schon schwimmen, damit ich gegen diese Scheißviecher kämpfen kann? Das ist das Schlimmste. Und ich kann immer, ich töte hier 3 Stück, nichts kann ich sammeln. Nichts. Ja. Genau das meine ich. Dann kann ich echt nur hoffen, dass die für mich sind. Das heißt, ich schwimme da gleich mal rüber. Die 3, die ihr getötet habt, müsste ich doch dann alle looten dürfen. Ja, kann ich auch. Ich kann nur hoffen, dass sie dann alle direkt für mich. Für mich sind. Ja, ja, Nummer 1. Also ich habe 1. Ich habe ja alle schon. Na dann. Ich habe 1. Ging ja easy. Du hast ja auch ewig mit dem Kochen beschäftigt. Nee, ich habe trotzdem schon 6 getötet. So, ich laufe schon mal rüber zu. Ja, kann ich auch nicht aufsammeln. Vielleicht kannst du die Dingseinstellung mal ändern, die Loot-Einstellung. Vielleicht geht's dann hier ein bisschen schneller voran. Dass jeder jedes looten kann, meinst du? Ja. Wo konnte ich das nochmal? Du bist Chef. Rechtsklick. Boah, ach, hier. Keine. Oder dann? Gab's. Keine Ahnung. Vielleicht gab's das auch nur für. Ah, plündern als Gruppe. Jeder gegen jeden. Ja, jetzt darf jeder jedes machen. Das ist für diese Loot-Quests jetzt vielleicht ein vielleicht sogar cleverer, hast recht, ja. Und würfeln erst ab Ra. Stimmt, das daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, Mann. Dass das noch ging. Stimmt. Ja, das macht natürlich für die Sammelquests echt mehr Sinn. Ja, ich habe nämlich jetzt nach 2 Gegnern schon 2 Fleisch bekommen seit der Änderung. Macht Sinn. Ja, dann entschuldigen wir uns natürlich für die Unannehmlichkeiten, dass es so lange gedauert hat beim letzten Mal. Jetzt geht es in Zukunft sehr viel schneller. Wir sind ja auch noch ein bisschen eingerostet, also. Ja, eben, wir müssen wieder reinkommen. Wir haben 4 Jahre, fast 5, kein WoW mehr gespielt. Das ist ein großer Unterschied. Oh ja. Gravierend, möchte ich fast schon sagen. Aber es ist ein schönes Gefühl, wieder in der Welt zu sein. So, hier sind jetzt richtig viele Gegner. Da werde ich dann bestimmt auch deine Unterstützung gebrauchen können. Ja, eins Fleisch brauche ich noch. Eins Fleisch? Eins Fleisch für der Gerät. Leinenstoff. Also Leinenstoff kannst du mir geben. Dann mache ich Erste Hilfe und du kochen. Wenn das fair ist. Dann sammle ich das ganze Fleisch für dich auf und du die ganzen Leinenscheiß für mich, weil... Okay, hier kommen jetzt die Goblins. Jojo, ich bin auch schon dabei. Die flüchten immer, wenn sie kurz vorm Sterben sind. So, kommst du mal kurz? Ich? Ja, weil wenn ich den jetzt angreife, kommen 2 und ich weiß nicht. Ach, den anderen interessiert's gar nicht, ja, dann. Ich dachte, der kommt auch dann gleich. Ich kann noch heilen, ich bin noch ein richtiger Zerstörer. Ja, den einen lassen wir einfach weglaufen. Nö, ich hab mich schon drum gekümmert. Hat sogar Malachit gedroppt. Ja, die brauche ich für Juwelen. Schleifen. Ja, das ist okay, der kannst du ja haben. Das Einzige, dass wir jetzt, wo jeder gegen jeden an ist, dürfen wir uns um die ganzen Sachen immer streiten. Weil
Ich sag's mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel Fleisch drin sehe, dann kann ich es einfach liegen lassen. 10 Kupfer. Oder du machst es, änderst es jedes Mal wieder, wenn eine Sammelquest kommt. Ach, die Dinger liegen da hinten auch einfach. So ist das eine. Ja, drin. Ja, die liegen einfach da, die musst du nur wieder mitnehmen. Nee, jeder gegen jeden passt schon, also. Weil die Gegner, die ich töte, will ich dann auch looten können. Weil es bringt mir nichts, wenn du dann 10 tötest und davon kannst du 9 nicht einsammeln, weißt du? Ja. Das ist also dann auch irgendwie Quatsch. So, ich hab den Kompass. Töte auch hier ja. Gleich noch ein paar fleißig Gegner, weil die geben ganz gute Erfahrung. Oh, ich hab eine neue Waffe. 3 bis 7. Hast du das andere schon gefunden? Statt 4 bis 8. Aber der macht. Der hat natürlich mehr DPS als der andere. Da hinten liegt's. Danke, dass du mir geantwortet hast. Ja, ich nee. Ja, ich nee. Vielleicht.